IWA 2023, Bürger Plus Neuheiten. Ich habe hier gerade was entdeckt. Das Captain America Messer. Max, was gibt's hier? Was ist die Geschichte dahinter? Das Captain America Messer ist eigentlich das P51 Mustang. Wir nennen es aber auch mal so. Und zwar ist das erstmal Steve Kelly Design. Das Messer, ganze Messer, ne? Genau. Ja? Mhm. Und so wie wir das beim letzten Mal mit der Messerschmitt gemacht haben, machen wir das jetzt mit dem P51 Mustang. Das ist ein Jagdflugzeug, auch aus dem Zweiten Weltkrieg, von den Amerikanern, das meistgebaute, soweit ich weiß. Und das hatte eben immer den Stern auf dem Flugzeug drauf. Und deswegen ist der jetzt auf der Achsschraube. Mhm. Der restliche Griff ist auch am Flugzeug orientiert, eben an diesem typisch vernieteten Blech. Genau, daher kommen diese Akzente. Und schön die Farben auch, ne? Also das ist die amerikanische Flagge. Genau. So ein bisschen des Patriotismus hat man da auch innen hier in den Schrauben nochmal. Und ist Titan, gell? Richtig. Und hier haben wir auch wieder die Klinge, die am Cockpit orientiert ist. Nicht so, so eckig wie bei der Messerschmiede. Du meinst hier den Ausschnitt, ne? Wunder, genau. Mhm. Wieder Chad Nichols der Mast. Wird aber Bürger Plus eben in Asien gefertigt. Bei uns waren die Kapazitäten einfach ein bisschen überladen mit den restlichen Modellen. Es ist auch interessant, dass ihr jetzt natürlich einen Amerikaner ausgewählt habt für dieses Design. Ne? Und ich sage so, das machen wir selber. Nee, finde ich gut. Das heißt, dieses Messer hat einen Frame-Lock. Ihr seht, das ist halt schon echt schön. Weißt du, ist es nicht so übertrieben mit Akzenten? Die sind da und ich mag auch diese vernieteten Bleche hier. Ja. Flipper. Flip gut. Flip erste Sahne. Wir haben einen Moment, ich gucke gerade mal 19,3 cm. Also auch, nimm du das mal in die Hand. Du hast wahrscheinlich größere Hände als ich. Wie das denn da aussieht. Du hast jetzt bestimmt Handschuhgröße, was würde ich sagen, 8? 9? 8. Ich habe jetzt auch nicht die größten Hände. 19,3. Ja, 8,5 cm Klingenlänge. 3,5 mm stark und 108 Gramm. So, wird nicht bei Böker gebaut. Hier steht lieferbar ab April 2023. Wir gucken mal. So ist der Plan, ja. Mal schauen, ob das klappt. Ja, die Flugzeuge haben wir eben im Böker Plus ausgelagert, weil wir mit den Panzern und jetzt auch dem Camaro und sonstigen Projekten einfach schon zu viel hatten. Ja, heißt das, da ist auch in dem Damast etwas von der P51 verbaut? Genau. Ah. Genau, genau cool. Wie bei dem Messerschmitt auch wieder und bei den Panzern. Flugzeugteile wurden verwendet, eingeschmolzen für den Damast. Und dann eben von Chad Nichols geschmiedet, nach Asien geschickt und dann in das Messer. Supi. Das heißt, 471 Euro läuft, glaube ich, auf Kugellagern, wenn ich das richtig sehe. Richtig, genau. Perfekt. Was gibt es denn noch Neues? Übrigens, bevor wir jetzt hier alles machen, also bei Bürger Plus gibt es ein paar Neuheiten, haben uns jetzt ein paar Rosinen rausgepickt. Also es ist jetzt keine Garantie auf Vollständigkeit. Genau, machen wir weiter mit dem Urban Barlow, Brad Zinker Design. Letztes Jahr hatten wir das Urban Trapper Premium, jetzt das Urban Barlow, also das kleinere, den kleinen Bruder. Auch wieder M390, schön mit Hohlschliff und Dual-Tone-Finish. Gefertigt bei Reate. Deswegen, viele wundern sich immer, warum ist das jetzt so teuer? Ich weiß gar nicht, ich muss mal gucken, ob das hier einen Preis finde. 300 Euro müsste es kosten oder 319, ich bin mir nicht ganz sicher. Also erstmal, was mir einfällt, ein Barlow muss ein gewisses Kriterium erfüllen, damit es Barlow heißt. Also das ist vielleicht in meiner Wahrnehmung so. Und das ist in meiner Wahrnehmung immer, dass es so einen langen Bolster hat. Seht ihr das auch so? Bei Böker auf jeden Fall. Also bei uns haben die Barlows immer so einen überlangen Bolster. Es gibt auch jede Menge Barlows mit kürzeren Bolstern, aber das ist halt so unser Ding beim Barlow, dass der Bolster so lang ist. Deswegen haben wir auch gesagt, wir machen den hier wieder so lang. Genau, der ist aus Titan. Das ist komplett Titan-Integral-Frame-Lock. Mhm. Mit Frontflipper. Wieder mit Inlay und Over-Travel-Stop. Also auch schön langlebig, läuft auf Kugellagern. 17,2 cm Barlow sind ja immer ein bisschen kleiner, ne? Aus der Tradition. Das ist schon ein großes Barlow. Klingenlänge 7,7 cm, 2,63 mm stark, 66 Gramm leicht. Gibt es das in Carbon, aber auch, was ist das? Das ist Cocobolo. Mhm. Die liegen beide bei 330 Euro. Ich gucke gerade, ob da ein Hohlschliff drauf ist oder nicht. Da ist ein Hohlschliff drauf. Wow.
Genial. Also die kriegt man richtig schön scharf. Sehr schön. Supi, 330 Euro lieferbar schon? Nee, irgendwann in diesem Jahr. Sehr schön. Was gibt's noch Neues? So, einer meiner Lieblinge ist das Oval Moon Swivel. Von wie Daryl heißt Casson. Das? Swivel? Oval Moon Swivel. Swivel. Oh, Moment, ich muss hier mal ein bisschen mitblättern, weil ich bin da noch nicht so ganz affin mit euren Produkten. okay. Genau, ist halt wieder hier mit so einem Faltmechanismus. Das ist genial. Hat einen Chisel Grind, der tatsächlich hohlgeschliffen ist. Und hier unten schön mit Magneten, das heißt, es ist ein super geiles Fidget-Toy. Ach, du spielst auch gerne, ja? Mhm. Ja. Mhm. Also der Basti, unser Fotograf und ich, wir saßen einen ganzen Tag lang im Büro, hatten beide so ein Muster und haben damit rumgespielt. Das nennt man dann Arbeit, Arbeit. Aha. Mach das mal am Mikro bitte. Ich will das beide immer. Arbeiten natürlich. Ja, ja, nebenbei habe ich noch garantiert unsere, telefoniert. Ja, natürlich. Ja, sehr gut. Genau, und irgendwann hat unsere Grafikerin dann die Krise gekriegt. Zu Recht. Und seitdem dürfen wir das nicht mehr. Das nennt man Produkttest, ne? Ja, ja. Genau. Ja. Daryl Casson kennt ihr garantiert von vielen anderen Designs auch. Also immer wenn die so ein bisschen verrückt sind, wo man denkt so, what? Was macht der da? Dann ist das in der Regel Daryl Casson Design. Genau, man hat auch wieder diese typische Klingenform, die halt einfach ohne Spitze hier oben rund. Ja. Erinnert ein bisschen an Rasiermesser. Mhm. Genau. Hat hier zwei Stahl. Sag mal, ist das jetzt eigentlich mal eine ganz dumme Frage? Ist das jetzt 42A-konform? Wir müssen mal gucken. Also es ist einhändig. Das ist schwierig. Einhändig öffnenbar? Vielleicht? Also in der Theorie, wenn du die Anschraube ein bisschen lockerer machst, dann kriegst du es auch aufgeflippt. Also ich krieg's mit einer Hand ganz locker hin, dort. Guck mal. Aber ist es denn jetzt auch verriegelt? Es ist verriegelt. Sagen wir mal vorsichtshalber nein. Vorsichtshalber ist es in einer besser. Ja, wahrscheinlich nicht. Genau, aber der Preis ist super interessant hier. 39,95. Dafür bekommt man echt viel Spaß. So. Das ganze Ding ist jetzt mit einer Gesamtlänge von 11,6 cm kein Riese. 4,7 cm Klingenlänge und die Klingenstärke ist 2,9 mm. Die Griffstangen sind aus Aluminium. Das heißt, ihr habt einmal schwarz und einmal, naja, wahrscheinlich farblos eloxiert. Genau. Was war das für ein Stahl? D2. Das ist D2. Super. 39,95 kommt demnächst, denken wir. Kommt. Supi, und dann haben wir noch was ganz, ganz Neues. Genau, wir haben jetzt einen Zigarrenschneider. Und das ist nicht irgendein Zigarrenschneider. Nicht? Nein, der hat eine Feder. Oh. Ja. Und das Coolste kommt noch, wenn man jetzt nicht gerade eine Zigarre schneiden will. Was denn jetzt? Warte mal. Also das sind zwei Knöpfe, oder? Zwei Knöpfe, genau. Wenn man nur den hier vorne betätigt, dann springt es halt in die erste Position. Warte, also wenn man den... Zeig noch mal. Also ich drücke jetzt auf den Knopf. Ja. Das ist jetzt der Cigar Cutter. Genau. Braucht man jetzt, ja? So, und wenn ich jetzt beide Knöpfe gleichzeitig drücke. Ach, du meinst auf beiden Seiten? Oder nee? Ah. Auf der Rückseite. Dann geht's direkt auf. Dann hast du noch ein kleines Backup-Messer für Amazon-Kartons oder Kartons von der Altona Silberwerkstatt. Richtig. So. Genau, das hat 440C und Titan-Griffschalen. Mhm. Oh, Titan. Ja. Ja. Macht sich natürlich auch etwas preisbemerkbar. Ja klar, aber also wir haben gedacht, auch wegen der Mechanik allein schon, ne? Genau. Aber wir haben gedacht, wenn dann richtig, machen wir auch Titan. Ist das jetzt, das liegt bei 119,95. Genau. Ist das auch ein Daryl Casson Design? Nein. Nee, alles klar, das habt ihr selber. Genau, das ist von selber uns. Gemeint, weil es ist so verrückt, das könnte von ihm sein, aber... Das stimmt. Verzeih ja, mir, auch ich traue euch Verrücktheit noch nicht so ganz zu. Ja, wenn man es mal nebeneinander hält, ne? Ja. Wird das jetzt so? Hätte hinkommen können. Supi. Es gibt noch ein paar andere Neuheiten, aber die wollen wir uns ja auch aufsparen für unseren Podcast demnächst, wenn wir in den Katalog durchgehen. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, sehr gern. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Ciao.